dass ich mein erlebnisreiches Wochenende hier mit euch teilen kann. Und jetzt wollte ich, ein paar haben es schon in den Kommentaren geschrieben, meine Swaps zeigen. Es sind recht viele, ein schöner wie das andere. Ich muss mal schauen, wie wir es schaffen, ob wir es auf einmal oder auf zweimal machen, weil es sind so viele unglaublich tolle Kunstwerke dabei. Jetzt gucken wir mal, wie wir vorankommen, sonst machen wir bei der Hälfte einen Break und machen morgen Vormittag den Rest. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Ich drehe mal auf den Tisch. Maike, du warst aber nicht bei Onstage, oder haben wir uns da verpasst? Genau, hier sind wir noch Onstage-mäßig. Wobei, können wir eigentlich wegtun, oder? Das war die Bastelunterlage. Ich wollte vielleicht noch mit dem ein oder anderen Foto hier vielleicht ein Layout machen. Deswegen habe ich die aufgehoben. Also, mein Swap war. Ach, das ist lieb, Maike. Vielleicht nächstes Jahr. Das war mein Swap. Hallo Katrin, ich freue mich riesig. Oh, ihr müsst mal der Katrin ihr Profilbild anschauen. Die sitzt auf der wunderschönen Onstage-Treppe. Und das ist auch ein ganz tolles Bild. Da haben sie die Treppen so foliert in den Inkalas. Das sieht so toll aus. Und da ist die Mandy. Hallo Mandy. Super, dann sind schon ein paar da. Jetzt machen wir Swap gucken. Und die Katrin kann abhaken, welche Swap sie auch hat. Das war meins. Hallo Carmen, schön, dass du da bist. Hatte ich, oh, ich glaube, an die 60 Mal dabei oder 70. Also ich habe wirklich ein paar gemacht diesmal. War natürlich irgendwann dann auch leer. Egal wie viele man macht, irgendwann kommt immer der Punkt, wo man dann keine mehr hat. Aber ich glaube, die meisten haben einen gekriegt, die einen wollten. Und ich habe so schöne Sachen ertauscht. Hier zum Beispiel, das ist eine gestempelte Schildkrötenkarte. Da ist die Schildkröte embossed. Hier sieht man, also es sind viele, viele Techniken. Es ist embossed, es ist hier unterschiedlich farbig gestempelt, ein ganzes Meer und hier ist eine Mini-Schildkröte drin. Und zwar haben die die auf Schrumpffolie gestempelt und die fährt hier im Kreis mit den ganzen schönen Blubberblasen von den Luftballons sind das die Schüttelelemente. Also das ist wirklich eine tolle Idee. Dann wurde hier noch Vellum mit den Klecksen, glaube ich, geprägt. Also eine echt tolle Kartenidee. Und das ist Ellie Cliff aus UK, Bristol. Und da bedanke ich mich ganz herzlich für den tollen Swap. Yupi ist, glaube ich, von einer Französin wahrscheinlich. Les Crêpes de Sicile. Also ich kann kein Französisch. Wenn sie es ganz schrecklich anhört, tut es mir leid. Genau, das ist eine Windradkarte. Da haben wir einen schönen Spruch. Und das sind, glaube ich, die Hexagone von Herzen hier, die Blümchen. Oh je, jetzt hat alles zusammen, oder? Das ist wie beim Karton. Und das letzte schieben wir hier so rein. Also das ist auch mit dem Designerpapier eine sehr gute Idee, weil es sehr flach ist. Finde ich eine tolle versteckte Botschaft, werden wir auf jeden Fall uns merken für eventuell Nachbasteln. Und da muss ich mal gucken, wie sie das hier gemacht hat mit dem Kreis. Ah, das sieht man hier. Da hat sie einen Schaumstoffstreifen genommen und den Rest mit Dimensionals. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank. Das war die liebe Cécile aus Frankreich. Hier haben wir jetzt einen kleinen Swap, der ist sehr gut verpackt. Ich denke auch französisch, wenn ich hier den Spruch mir anschaue, das ist das Wünsch dir was Herz. Mit dem Designerpapier ausgestanzt und ihr seht, das ist das löchrige Herz obendrauf. Und drunter haben wir einen Wellenkreis und Pfauengrün. Und das ist ein Mini-Kärtchen, hier so ein kleines Blumenbrett mit dem Tag. Ah, ich glaube, die Karte ist niederländisch. Also die Karte heißt Karte, ist mir schon klar. Von Kobiel Meier. Kubile Le Maier.
aus Niederlande. Das ist auch eine sehr schöne Swap-Idee. So Mini-Kärtchen sind auch immer super. Für alles Mögliche kann man die einfach dazugeben. Jetzt versagt die Stimme jetzt schon. Ich dachte, ich hoffte, ich hätte. Aber das wird schon hier mein Lavendelsäckchen on Stage Rotterdam. Den Lavendel, oh, und das riecht auch wirklich toll. Das werde ich gleich mal zwischen meine Wäsche stopfen. Das ist von der Veronique und sie hat Timons Crepe. Und Veronique hat hier so einen tollen Aufleger. Diese Briefmarkenstanzen, die gehen übrigens in den Jahreskatalog über. Ich habe es noch nicht gecheckt, was mit den Sprüchen ist. Ob die rausfallen, das werden wir morgen bei der Auslaufliste sehen. Genau, hat sie hier so ein schönes Kärtchen gestaltet und der Sack ist draufgeklebt. Voll cool mit Lavendel. Jetzt machen wir mal ein paar Verpackungen. Und hier ist was ganz Süßes. Steht auch da, Süßes für dich. Ich traue mich nicht so fest zu ziehen. Ah, das ist hier fest. Okay. Oh, Moment, jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen zerstört. Alles wieder rein. Man darf nur die Schokolade rausziehen, nicht das Innenleben, aber es ist hier sehr süß gemacht mit dem Bienchen und draußen eine Verpackung. Ich mache es gleich wieder ganz hübsch und zwar vom Stempelkreuzchen. Stempelkreuzchen, oder? Genau. Muss ich mal nachgucken. Das hat sie hier sehr, sehr schön gemacht. So eine Innenverpackung mit einer Banderole für eine Messi-Mandelschokolade. Sehr lecker. Vielen Dank, das ist ein ganz tolles Geschenk. Und dann ein Meisterswap quasi. Ja, so. Ganz wunderschön. Ich sage euch, von wem der ist. Und zwar, wenn ich mich nicht täusche, von der Katja Busnalkowski. Die mach's dir schön. Das kennen bestimmt viele von Instagram. Hallo Sigrun. Und sie hat hier so einen Teelichthalter. Also die Herzen kann man alle nach vorne biegt die Herzen in eine Richtung nach oben und schon hast du einen herzigen Teelichthalter. Also das ist doch eine tolle Idee. Und der Teelichthalter fährt hier auch pop-up-mäßig nach oben und nach unten. Ist ein wunderschönes Täschchen mit Aufzugeffekt. Liebe Katja, vielen lieben Dank, dass du mit mir geswappt hast. Das ist auch eine unglaublich nette, sympathische Person. Dann haben wir hier die Xenia Morales. Kennt ihr unter Stampin' Xime? Die macht tolle YouTube-Videos und auf Facebook ist die auch aktiv und hat mir hier so eine wunderschöne, viel Kraft und baldige Genesung mit den Blümchen hier. Ich weiß gar nicht. Moment, kraftvolle Gedanken, Paperflow. Ach ja, genau, das sind die ganz normalen Blumenstanzen. Und da hat sie so ein schönes Bouquet gemacht. Ich glaube, die sind hier auch gebürstelt. Dann haben wir die rustikalen Stanzformen und hier das Designerpapier. Ich packe es jetzt mal aus, weil ich habe den Verdacht, dass das eine Funfold-Card ist, oder? Oh, das ist ja eine super Karte. Perfekt. Also hier hat man viel Platz zum Schreiben. Dann hat man hier so eine Lage drumherum. Also das gefällt mir auch sehr gut. Das kommt definitiv in die Ideenkiste. Liebe Xime, vielen, vielen Dank. Dann haben wir hier, das raschelt alles ein bisschen, weil vieles zum Schutz, ein kleines Büchlein, mein Gott, ist das niedlich, in Graupappe. Und da ist auch ein kleiner Post-it-Block. Da hatte die Heike Schimmelpfennig eine ganz ähnliche Idee wie ich. Und wir haben beide so schöne Blöckchen gestaltet. Hier als Buchanhänger finde ich ja auch mega süß. Und da ist noch ein kleines Blümchen. Also super schön gemacht als Graupappehülle. Vielen lieben Dank, Heike. Das ist ein toller Swap. Dann auch wirklich hübsch. Und dieses Set müssen wir uns unbedingt hier noch vornehmen. It's a good day to be a good day. Das ist noch ein tolles Motto. In Zitronenparfait. Hier noch ein bisschen koloriert. Und das muss sie ausgeschnitten haben, weil die Stanze schneidet nur
oder? Ja, genau, die schneidet hier ein Loch rein. Da hat sie schön das Band hingeklebt. Das ist die Pauline Webrecht. Sun is Scrapping. Wie cool. Toller Name. Und drin sind ein paar Brezen in so einer süßen Punktetüte. Das ist sehr cool. Und auch eine super Schachtel. Da geht auch so eine Haselnussschnitte rein. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass ich das so hinbringen würde. Also Respekt. Dann, oh, das ist auch was Schönes. Das muss ich fast wieder zusammenbauen. Das ist mir schon abgegangen, als ich mir den genommen habe. Sie wollte nämlich extra noch sagen, Vorsicht, Moment, ich baue es mal schnell zusammen, weil es so hübsch ist insgesamt. So, ein wunderschönes Täschchen. Ist, glaube ich, auch auf Frankfurt. Hier, Happy Onstage Rotterdam 2024 von Couleur Papier Sophie Prestrell. Mein Gott, die hat einen, ich glaube, einen der größten französischen YouTube-Kanäle. Ich kann kein Wort Französisch, aber ihre Projekte sind so schön. Und sie hat auch, also ich meine, das sieht man ja schon, dass diese Frau eine Künstlerin ist, an diesem wunderschönen Täschchen. Da ist der Lavendel mit Garn und Schleifchen, hier dieses Onstage. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, von den poetischen Momenten. Und dann klappt man es auf. Und was ist drin? Oh, Supreme Schoko, ein Milka-Taler. Also Sophie Prestrell, vielen lieben Dank fürs Swappen. Ist auch noch magnetisch. Und so ein süßes Täschchen. Schaut echt toll aus. Dann Sabine Scharnhorst, Papiersucht, ach, ist ja auch ein toller Name, hat hier so ein kleines Bienengoodie gemacht, süßes für dich. Entschuldigung. Ah, da gibt es gleich zwei Merci-Täfelchen, voll lecker mit Milchschokolade. Hier so einen schönen, innen hat sie es auch noch gelayert. Wow, also das ist wirklich... Gibt es ein Fleißkärtchen, drei Blümchen und so viele Zweige. Süßes für dich, das ist hier auch aus den Briefmarken dieses Tag. Und so viele Zweiglein, also eine wirklich schöne Verpackung. Für eine fleißige Biene. Da haben wir wieder das Bienchen und das ist das Schlechtwetterpapier vom letzten Mini-Katalog Wetterfest. Und wenn man das öffnet, ist, ach, Irmi Kreativ, da von der Irmi, die schaut sich das Video bestimmt auch noch an. Und die Irmi hat eine Handcreme reingelegt und ganz viele, oh, ich glaube, es war ein Individual-Swap, ein Steffi S. Schlüsselanhänger, wow, und Marzipan. Herzen, weil ich doch Marzipan so liebe. Also liebe Irmi, wow. Und jetzt hat, schaut mal, Krankenschwester, Häubchen und Herz. Das, ach, das ist ja... Also Irmi, vielen, vielen Dank, wenn du siehst. Hallo, ach Monika, du bist nicht zu spät. Das hat hier gerade erst angefangen. Also die liebe Irmi schaut auch immer wieder hier auf dem Kanal rein. Ist Demo-Kollegin aus München. Das ist ein richtiger Schatz. Vielen, vielen Dank, Emmy. Ich habe in dem Moment gar nicht verstanden, dass du es mir in die Hand gegeben hast. Was für ein tolles Geschenk das ist. Vielen Dank. Jetzt zeige ich euch was. Das gefällt mir auch sehr gut. Die hat einen Magneten erstellt mit den poetischen Momenten. Das ist noch ein bisschen rätselhaft. Ich weiß nicht, wer hat den Katalog schon gesehen. Also, die Stempel sind auf jeden Fall auch weiter online exklusiv das nächste Jahr zu haben. Steht auch im Katalog so drin. Das ist Vanille Scrap. Wow. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Aber die Stanzen, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die weitergehen. Also, hier wurde ein wunderschöner Magnet geschaffen. Ich muss gleich mal gucken. Ja, an der Lampe hält es und an der Heizung. Da werde ich das irgendwo ganz dekorativ aufhängen. Und da sieht man hier wilder Weizen, Waldmoos, Babyrosa, Malve, ganz toll koloriert mit drei Ebenen.
Also wirklich schön. Wer seinen Kolibri noch mal richtig zur Geltung bringen will. Und mit dem Magnet, die Idee ist natürlich auch top, weil da kann man sich ein bisschen sein Zuhause verschönern. Jetzt machen wir hier. Genieße den Moment, er gehört dir. Hier mit der wunderschönen Spitzenstanze. Das geht auch weiter. Die habe ich schon im neuen Katalog gesehen. Und jetzt, so geht's auf. Dann schauen wir Silvias Kreativhecke. Ecke, nicht Hecke natürlich. Und die hat hier braunen Kandes, Honigsticks. Das ist so ein Wanderlust. Da ist ein Teeset. Kann ich dann entweder mit Zucker oder mit Honig. Ach, wie schön. Das ist ja eine gute Idee. Mensch, also das sind hier wirklich wahre Schatzkisten. Vielen lieben Dank für diese tolle Idee und ich möchte gar nicht wissen, wie friemelig es war, hier diese Spitze reinzustanzen. Das hat sie wirklich toll gemacht. Hier auch nochmal. Wow, vielen lieben Dank. Das ist ein ganz toller Swap, ein niederländischer Swap. Hier wünscht ihr was, ganz schön mit den Herzen und dem Zweiglein. Und es ist Karins Papercraft. Also ich kenne das Gesicht, da muss ich jetzt auch noch mal gucken. Ich glaube, es ist auch eine große Demo, also ein Promi-Swap. Werde ich mal gucken, von wem dieser Swap ist. Das ist auf jeden Fall super geschmackvoll gestaltet und hier richtig schön gemacht. Das ist eine tolle Inspiration und das Standset und Spruchset wünscht dir was, bleibt auf jeden Fall auch ein Jahr noch weiter erhalten. Da freue ich mich. Bleiben die Bienen? Ja, die Bienen bleiben. Hier sind sie. Die Bienen bleiben. Es bleibt aus dem Mini-Katalog relativ viel. Und hier alles Liebe. Da sind wir schon bei den Bienen. Das ist nämlich ein Glitzerpapier Sommerbeere aus der Bienenstanze. Und es ist wieder ein Promi-Swap. Gestempelt von der Gesche Preisler. Es ist so eine unglaublich sympathische, tolle Frau. Also genauso nett und natürlich und so freundlich, wie man sie in den Videos sieht, ist sie auch in echt. Da habe ich mich sehr gefreut, mit ihr zu swappen. Dann haben wir hier ein Eis, finde ich auch eine total coole Idee, mit Streusel und Spruch. Und das ist ganz besonders, die Irene hat nämlich Fotos gemacht und ihr Mann, der Joe, Irenes Bastelzimmer, das ist unsere Nummer 1, Nummer 2 Demo, also top, also auch ein echter Promi-Swap, hat geswappt, aber ich glaube, die hat tatsächlich ihr Mann gemacht und es war unheimlich nett, mit denen zu quatschen und waren super freundlich, habe ich mich richtig gefreut. Dann kommt noch was, das finde ich auch eine richtig gute Idee. Sie hat das hier, die Tanja von hat sie gut eingewickelt. Tanjas Stempelauszeit hat den größten Büttenrandkreis genommen. Also das werden wir doch hier nachbasteln, oder? Schaut mal, hier so ein schönes Kärtchen. Dann kann man entweder eine Gutscheinverpackung reinmachen, hat sie geschrieben. Hier ist nochmal ihre Karte drin und ein Doppelkeks. Wow. Und das eben alles aus einem Büttenrandkreis. Gefällt mir sehr, sehr gut. Liebe Tanja, das ist eine super Idee. Vielen lieben Dank für deinen Swap. Ich schieße mal hier rein, weil sie auch die Instructions da dazu geschrieben hat. Rascheln wir es wieder zurück. Das ist auch so gut verpackt. Ludwin Bertion. Lüt Bulls e kreiert. Oh Gott. Also ihr lest es mal kurz. So heißt die Frau. Hat eine wunderschöne Karte gemacht in Orchideen Lila. Die Karte, das ist ja die Farbe, von der wir so langsam Abschied nehmen müssen. Auch eine Funfall-Karte mit dem Vögelchen und eine super schicke Karte. Da hatte sie eine ganze, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Ich glaube, sie hat einfach alle Karten genommen, die sie so übrig hatte oder übers Jahr produziert hat, in eine Hülle
mit Stempel. Man durfte sich dann eine aussuchen und das war für mich sehr schwierig, weil ich tue mir immer sehr schwer mit Auswahltreffen. Es waren so viele schöne Kunstwerke, da hatte ich richtig Probleme, mich zu entscheiden. So, und hier haben wir von der Kerstin Bockenem ein super cooles Handtäschchen, hier mit Magnet. Es hat ein bisschen gelitten. Ich musste leider beim Fliegen ein bisschen das in den Koffer drücken. Schaut ein bisschen aus wie so eine Bowlingkugeltasche. Und da ist ein Küsschen drin und eine Nachricht. Schauen wir mal nach. Eine geheime Botschaft. Ich bin gespannt. Vielen lieben Dank, dass du mit mir geswappt hast. Ich bin Kerstin Bockmann, Hobby-Demo und komme aus Berlin. Ach, das ist ja süß. So eine versteckte Nachricht im Swap finde ich total zauberhaft. Ich freue mich richtig. Es ist eine gute Idee. Und dass das jetzt hier nicht hält, das war nicht ihr. Ah, jetzt hält's. Das habe ich ein bisschen quetschen müssen. Hat die Fahrt nicht so gut verkraftet. So, jetzt nur für die Petra eine Bienchen-Idee. Die Bienen bleiben im Katalog. Nur bei diesem poetischen Moment stanzen weiß ich es noch nicht. Da habe ich nur die Stempel entdeckt. Mal sehen. Sie hat hier so eine Tag-Buchbox gebastelt. Und zwar, wer war's? Ich hoffe, es steht drinnen. Schön, dass du da bist. Cindy Wüstenhagen. Ach mein Gott, Herzchen, Gummibärchen. Kreative Weltenbummlerin aus Oranienburg. Vielen Dank für die tolle Idee. Das ist sehr hübsch. Und das Papier, ein Traum. Okay, machen wir später zu, oder? Bis ich jetzt hier die Schleife gefunden habe. Jetzt kommt noch was ganz, ganz Süßes. Und zwar ein Affentäschchen. Ich liebe so... Also ich finde ja, je kleiner, umso süßer fast schon. So, das hat es jetzt aber gut verpackt. Es ist von den bestickten Sticknaht Basics. Hat sie hier gefalzt und da Löcher für die Henkel reingemacht. Und da ist eine Schokolade drin. Ne, wir müssen das schon, sonst schneide ich es auf. Weil die Tüte brauchen wir ja nicht mehr. Es wird ja jetzt nicht mehr transportiert, nur noch aufgestellt. Genau, ach, das ist auch wirklich ein süßer. Also da haben wir hier... zwei so kleine Schokoladen und jetzt kommt die Botschaft bis zum Rand hin voll. Ah. Hier sind alle Produkte aufgefüllt und Bianca bestleisurecraft.com Bianca Lanza. Genau, hat diesen zauberhaften Swap gemacht. Das nächste Mal sollte ich mit jedem, mit dem ich smoppe, üben, wie man den Namen ausspricht. Aber ich könnte es mir wahrscheinlich nicht merken. Cotswold Craft Corner, was für ein hübscher Stempel. Das ist ein Kartenaufleger mit den Naturgedanken. Also die konnte ich bis jetzt noch nicht im neuen Katalog entdecken. Ich denke, die fallen raus. Bin ich ein bisschen traurig. Müssen wir unbedingt noch ganz viel basteln. Den ganzen April durch. Dann das schöne Etikett. Das kommt mit. Und sogar das Lavendel. Gott, das Äffchen-Goodie ist wirklich süß. Und das Lavendelpapier wird auch übernommen. Sehr ungewöhnlich, dass Papier wieder weiter mitgeht. Und ich finde, das hat sie hier ganz hervorragend gemacht. Das ist auch ein Layout, das kann man sich als Inspiration aufheben. Das kann man mit jedem Set machen und es wird wunderschön werden. Dazu passend auch super die nächste Karte. Und die liebe... Ach nö. Kein Name dran. Also es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Karte und sie hat hier was gemacht, was man viel zu wenig tut, nämlich Designpapier bestempeln. Wie schön schaut das aus, oder? Dann noch ein Schleifchen drüber, den Spruch mit abgeschnittenen Ecken und fertig. Also es ist eigentlich
Eine schnelle Karte, aber sie ist unglaublich schön und sie hat ja auch eine Doppelschleife gemacht. Das finde ich immer motorisch sehr herausfordernd und ist eine tolle Inspiration. Moment, was haben wir jetzt hier? Oh, das ist auch hübsch. Suus Bonnema, vielleicht auch Niederländerin, hat hier zwei Streifen unterschiedlich geprägt und dann einen Kreis. Ich denke, diesen Stitchrand hat sie selber mit Hand gezogen und die Gänseblümchen. Und das ist auch mal wieder eine Erinnerung, wie gut Kupfer, Braun und wilder Weizen zusammenpasst, ne? Also. Ach, hallo Dori. Na, dein Swap war zumindest noch nicht da, Dori. Ich weiß gar nicht. Ich rede schon 25 Minuten, aber es ist auch kein Ende in Sicht. Es ist diesmal sehr umfangreich. Das ist auch ein toller Swap von der Anna Müller, Annas Crafting Atelier. Das ist doch wirklich schön, oder? Das ist von den neuen Online-Exklusiven mit dem Astkreis. Hat sie hier noch im Pfauengrün aus den Stanzformen so einen Bärenzweig und da der Wald. Für dich super schön. Jetzt ist hier die doppelte schöne Schleife. Nee. Klebt eine Schleife dran, die da ganz bestimmt nicht hingehört. Also, das ist auch eine tolle Karteninspiration. Ist hier 10, 10 mal 10, denke ich. Kann man aber auch auf größere Karten umlegen. Dann fand ich auch eine ganz zauberhafte Idee. Das ist die Karina von Stempelozean. Müsst ihr auf Instagram unbedingt vorbeischauen. Stempelozean, die macht wirklich auch super schöne Sachen. Hat sie hier nicht nur die kleine Tasse ausgestanzt, nein, die ist auch noch geprägt. Dann hat die hat einfach ein unglaubliches Auge fürs Detail. Kleine Pünktchen drauf gemacht und noch so ein Lichtschein. Dann kommt ein Herzchen drauf, da ein Wimpel hingetackert und das schöne Designerpapier benutzt. Also finde ich zauberhaft. Und jetzt kommt noch so ein kleines Kärtchen. Das ist ein ATC-Kärtchen. Sehe ich immer wieder, dass das andere sammeln. Ich glaube, ich muss es aufmachen, weil in dem Herz ein. Also, das ist gemacht von Melan von der lieben Melanie. Die war auch in meinem Hotel. Seine ganz, ganz Liebe. Und die hat hier so ein schönes Kärtchen gemacht. Und sie hat es hier 1, 2, 3, 4, 5 Mal ausgestanzt, um hier so einen tollen 3D-Effekt hinzukriegen. Also Melanie, da kriegst du auch ein Fleißkärtchen. Vielen lieben Dank für diesen tollen Swap. Und gerade die Kombination finde ich auch richtig, richtig toll. Und diese ATC-Kärtchen gefallen mir auch sehr, sehr gut. Jetzt muss ich mich einmal kurz räuspern. Dann haben wir hier von der Valerie Strangert aus Frankreich. Es wurden vorher Zahlen veröffentlicht, wie viele Leute aus welchem Land kommen. Und die meisten waren aus Deutschland. Aber die Franzosen sind in meiner Wahrnehmung unheimlich fleißige Swappers. War letztes Jahr schon so, dass die meisten Swaps aus Frankreich gefühlt waren. Ich schneide das jetzt hier mal durch, damit nichts kaputt geht. Und sie hat hier so einen schönen Umschlag gemacht. Das Designerpapier, glaube ich, kennen wir. Und ich weiß gar nicht, hier eine Blume, Zweiglein und einen Schmetterling. Salut, Mangerie mit einem französischen Spruch. Und Thymian. Ist das Thymian-Tee? Ja, den kann ich jetzt dann gleich trinken. Der ist gut für meine Stimme. Vielen lieben Dank, Valerie Strange. Also, jetzt bin ich gespannt. Das hier machen wir zusammen auf. Das ist ein kleiner Umschlag aus Designerpapier von Marie Gendron, Studio 21. Und sie hat hier eben so einen Umschlag gemacht mit Adresszeile, Poststempel und Kreisstempel, dann steht noch was Französisches vorne drauf und hier hinten haben wir nämlich diese tolle Reiskante
Und wenn man hier aufreißt, also das ist ja auch wirklich eine tolle Idee, kommen hier Briefmarken zum Vorschein. Die hat sie auch noch embossed. Hier ist eine Briefmarke für von dem Gartenliebe. Ich weiß gar nicht. Ach, hier ist ein Croissant drauf. Wie lustig ist das denn? Ich dachte erst, es ist ein Ellenbogen. Und eine kleine Miezekatze. Mein Gott. Da habe ich schon wieder Lust, Inchis zu machen, wenn man das so sieht. Also, was für eine tolle Idee. Stecke ich gleich wieder rein. Also, sowas von süß. Vielen lieben Dank. Liebe. Warte mal, wo haben wir denn jetzt? Ich habe schon gesagt. Ach, hier. Marie. Liebe Marie. Vielen Dank. Jetzt ist hier auch. Hat eine ganz interessante Form. Also, wünsch dir was, stand auch ganz weit vorne. Da geht es. Geht auch mit in den Jahreskatalog. Und sie hat hier einen Streifen gestaltet. Ah, quasi ein schmales Kärtchen. Finde ich auch eine lustige Idee. Könnte man auch so oben reinhängen bei einer Pralinenverpackung. Es ist doch immer nur ein Umschlag aus Staniolpapier. Also eine ganz interessante Form. Hier ist ein ausgestanzter Kreis, Blätter, wünsch dir was und Prägeform. Und die Rosen hat sie noch gestempelt in Papageiengrün. Gefällt mir auch sehr gut. Jetzt brauchen wir mal wieder eine Schachtel. Da hat jemand so eine süße Eisbox gemacht. Also die werde ich auf jeden Fall nachbasteln. Drin stecken hier Gummibärchen. Und dadurch, dass das Eis einen vollflächigen Hintergrund hat mit feinen Stanzteilen, ist es auch schön stabil und ich finde es wunderschön. Ich muss gucken, dass ich im Bild bleibe. Gab es auch Inchis? Nee, tatsächlich nicht. Genau, den Anfang schaust du dir einfach am Ende an. Jetzt mal gucken wir mal, was ist das? Schaut auch wieder französisch aus. Es ist eine Dreiecksbox mit der schönen Papierfantasie. Hier Boho Blau. Und da sind ganz viele Eierchen drin. Na, das können wir doch noch aufnehmen in unsere Osterreihe hier auf dem Kanal. Und das ist von Linda Halen. Und sie hat Cadotier Van Papier. Wer es nachschauen möchte, hier, so schreibt man es. Ich werde auch mal auf die Suche gehen. Das ist wirklich ein hübscher Swap. Und was ich an diesen Dreiecksboxen mit Banderole so mag, dass das so unheimlich gut verpackt ist. Und auch sehr stabil. Und die Dreiecksbox gibt es auch noch als Baby-Version von der Annette Ulrich Pappladen. Mit einer kleinen Kaffeebohne drin. Ach, das ist ja süß. Also das, sowas ist ganz meins. Mini-Mini-Swaps. Also das gefällt mir hier auch richtig, richtig gut. Vielen lieben Dank, liebe Annette Ulrich, für diesen tollen Swap. Da ist das schöne Kaffeepapier hier. Dieser Mini-Tag ist ausgestanzt. Ein ganz, ganz süßer Swap. Dann eine Papiertasche, da hat jemand das Celebration-Stempelset mit dem Baby ausgekramt in wilder Weizen. Und wenn man reinschaut, wir schneiden es jetzt auf, gemacht hat es Les Crêpes de Blanc Blandine aus Frankreich. Haben wir ein Twix, ein Galaxy und ein Mars drin. Ach, das ist ja auch schlau verpackt und hier unten mit Designerpapier geschlossen und einfach zugemacht. Also das ist eine sehr schöne Verpackungsidee, ganz einfach gemacht. Ich würde sogar noch mit Designerpapier machen, weil ich glaube, dann knickt sich das hier nicht so seltsam, weil es noch ein bisschen leichter ist. Also das ist auch, manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht selber. Jetzt kommt eine kleine Erinnerung an früher, wer kennt noch dieses Täschchen? Die Regina Möglich, was für ein schöner Name, aus Deutschland hat das geswappt und hat hier sogar so eine Glitzerpantoulette
Oh, Waferstar, sehr lecker. Ist eine kleine Süßigkeit drin. Was steht da? Handgemacht nur für dich. Bravo, nice work. Ach, ein paar Aufkleber gibt es auch noch. Motivationsaufkleber. Ach, ist ja süß. Much better. Also, sie hat noch ein paar Emoji-Aufkleber reingesteckt. Das finde ich eine ganz zauberhafte Idee. Und so Waffeln, die liebe ich auch. Jetzt haben wir die Celine Légère von Demonst, also die ist auch Demonstratorin aus Frankreich. Und sie hat hier so eine schöne Origami-Box gebastelt. Und ihr seht, der Deckel passt super drauf. Das ist die Gartenliebe, das gleiche Papier, das auch ich verwendet habe. Und der schöne Kolibri und das ein sehr, eines von den kleineren Etiketten und einen französischen Spruch, den sie sogar hier noch gesponscht hat an den Rändern. Also das ist eine ganz hübsche kleine Schatzkiste. Dann hier für dich, das kenne ich doch, das ist aus der Dose ausgestanzt und auf den Stempelabdruck geklebt. Das ist eine sehr gute Idee. Hier haben wir von einem kleinen Kreis mit gestitztem Rand. Das ist, glaube ich, das Set, wo die Kaffeetasse ist. Und jetzt sehen wir, also hier ist ein Dreieck, 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 Dreieck und am Ende ist eine Merci-Kugel. Also wir packen es nochmal zusammen, Merci-Kugel rein und dann wird es hier wie so eine Malertüte zusammengelegt. Und das spaziert einmal drumherum. Spazieren, spazieren, spazieren. Und am Ende kann man es hier reinstecken. Das ist eine Verpackung ohne Kleben. Und dann hat es eine total lustige Form und hält. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Das ist auch lustig. Das ist wahrscheinlich von den Online-Exklusiven. Ach, das von der lieben. Nee, das ist, glaube ich, nicht von unserer Florence, sondern von einer anderen Florence. Die hat mit diesen, was sind das, Lilien oder so, die es jetzt online exklusiv gibt, hat sie einen Lutscher gebastelt. Fand ich auch eine richtig süße Idee. Hallo Crafting Lady, genau. Ah, habe ich dich vergessen zu begrüßen. Hallo Crafting Lady. Genau, das ist auch nett zum Überreichen, weil man einfach so schöne Blume übergeben kann. Könnt ihr noch? Ist noch kein Ende in Sicht. Hier Knallbonbon mit Impossible Box. Die kleine. Ja, es war jetzt auch, ich war etwas spontan, aber es ist wahrscheinlich Halbzeit, wenn ich mir das so anschaue. Wir haben hier so eine Impossible Knallbonbon Box, wo man so schräg falzt. Hinstellen kann man sie so nicht, aber die Bienen fliegen hier in die Richtung, sind wunderschön, sehr mittig ausgestanzt, dass man überall ein Bienchen hat. Und dann haben wir auf Französisch einen Spruch mit Herz. Ich weiß gar nicht, wo das Herz. Ach doch, das ist aus den Herzpriege, aus dem wunderschöne Herzen oder so. Und die Christiane Veysselier hat das gebastelt und hat hier so ein leckeres Karamell reingesteckt. Und ihr seht hier, wie schräg es ist. Und dann wird das, oje, 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 so, 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 alles einmal rum. Bis man hier so ein Viereck hat. Wenn es mal gefalzt ist, legt sich es fast schon von selber. Wenn man selber falzen muss, kann einem so eine Verpackung zur Verzweiflung treiben. Aber sie hat es gut hingekriegt und die kann es jetzt wahrscheinlich auch für immer, wenn sie es 70 Mal gemacht hat. Mini selbstschließende Box mit diesem kleinen Alphabet-Tag. Bin ich gespannt, ob der uns weiter erhalten bleibt. Hier haben wir, glaube ich, von der Biene noch Herzen. Irgendwie ganz kleine Herzen. Sollen wir schauen? Ich ziehe die Banderole ab. Und da drin ist, oh, von der Adeline ein Goldbienchenanhänger. Wie süß. Das ist ja toll. Was für ein kleines Schatzkistchen hier. Das wird so wieder zugemacht. Banderole rum. Ist auch ohne Kleben eine Verpackung. Super raffiniert. Und
wirklich total hübsch. Das hier ist auch lustig, Kleinigkeit vom Osterhasen. Das sind verschiedene Stanzteile. Da sehe ich die Eule, das war doch früher ein Fuchsschwanz, kleine Herzen. Und daraus hat die liebe Stempelfleur Jacqueline Rignon, hat daraus einen Osterhasenmagneten sogar gemacht. Aber der schaut ja sowas von süß aus und sie hat sogar hier so kleine Steinchen angebracht als Knöpfe. Also, und der hat eine Glitzernase und es ist alles 100-mal gemattet und gelayert. Und er hat sogar einen punkigen Ohrring. Das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Hier gibt es eine süße Bienenkarte aus den Niederlanden. Da müssen jetzt die Bienchenfeste rumschwirren, damit sie die Tulpen alle bestäuben. So, von Sabrina Stamp Studio kam diese schöne Kartenidee. Sehr süß. Die hat es aus Designerpapier ausgeschnitten, hier gestempelt und gebürstelt. Und da ist schon ein Looping geflogen worden. So, ist sie noch da, meine liebe Katrin? Da brauche ich gar nicht nachschauen. Das ist von der Katrin. Katrin Kartentraum. Ein Magnetlesezeichen. Wow! Also, richtig toll. Mit Luftballon. Eine ganz tolle Idee. Und da muss ich sie mal fragen, wie sie das gemacht hat. Aber sie wird hier die Magneten angebracht haben, dass das so schön zuschnappt. Und einen Luftballon, also das habe ich bisher nicht entdeckt im neuen Katalog, das Luftballon-Set. Ich vermute fast, dass wir uns davon verabschieden müssen. Genauso wie die Marienkäfer. Aber wie gesagt, morgen wissen wir mehr. Sehr, sehr hübsch und toller Inhalt. Vielen Dank, Katrin. Und das ist Inky Card aus Niederland und sie hat hier so einen Stempelklecks, der gleichzeitig ja, vielen, vielen Dank, Katrin, ist so ein hübscher Swap, der gleichzeitig ein Oktopus ist und sie hat dann so kleine Oktopus, ich weiß gar nicht, ist ein Ohrring, oder? Verschenkt, also sowas Niedliches. Jetzt nicht so viel gebastelt, aber trotzdem sehr hübsch. Dann, wer weiß, also auf jeden Fall nach Straßburg, Petra, ich rechne fest mit dir. Hier ein Swap, ich habe ihn gut festgehalten. Letztes Jahr hatte ich nämlich keinen von der lieben Jutta, Herzapfel. Immer mittwochs seht ihr uns zusammen live gehen und sie hat so cool pastellfarbene Maßbänder gekauft und ein Lindgrün farblich passend. Dann hier noch das Maßband. Also ich finde es einen super schönen Swap. Auch die, der Pergamentkreis, toll koloriert. Und sie hat hier, das macht sie ja auch mal so gerne, zweimal gestempelt. Einmal in Lindgrün und dann ein bisschen versetzt in Memento-Schwarz. Also das ist auch wunderschön und ich habe mich total gefreut, die Jutta zu sehen und mit ihr zu swappen. Jetzt kommen wir zur Ina Stempelt. Wer hier YouTube Stempelvideos schaut, ihr kennt sie alle. Die hat auch eine Inspiration, eine Präsentation gehalten. Wow, also eine tolle Frau in Englisch. Hat sie da eine Präsentation runtergerockt. Ich sag's euch, so tolle Projekte mit dem Flugzeugset. Also wirklich super inspirierend. Und hier hat sie eine Stiftverpackung gemacht. Und zwar hat sie sich das Rotterdam Onstage Logo runtergezogen von der Seite und einen Aufkleber draus gemacht. Jetzt muss ich mal gucken. Dann wird der Stift unten gehalten, mittig gehalten. Das ist der Hintergrundstempel. Wie steht's, wie geht's? Und hier ist auch noch so ein süßes Küken mit Bleistift drin. Also das ist doch hübsch, oder? Ich fürchte, wenn meine Kinder den sehen, wird der hier schnellstmöglich das Bastelzimmer verlassen. Deswegen tun wir ihn wieder in die Verpackung. Da ist er getarnt. Also das ist auch eine super Idee. Schaut unbedingt bei Ina Stempelt mal vorbei.
Wer Inspirationen sucht, die macht auch wirklich tolle Sachen und ist eine total nette Person. Dann haben wir hier von der Gudrun Stempelfe, war hier auch schon zu Besuch auf dem Kanal. Das ist auch wunderschön. Also Brombeermus ist natürlich auch eine echte Wow-Farbe. Die hat so eine schöne Dose gemacht. Extra Bubbly mit einer Erdbeere und dann passend dazu diese Frittstreifen. Und das Beste ist, hier ist ein QR-Code, wie es zum Video geht. Das ist doch cool, oder? Also das finde ich richtig cool. Das werde ich mit den Kindern auf jeden Fall wahrscheinlich zusammen mit dem Eis bei meinem Sommerferien-Workshop machen. Hier dürfen sie sich hier so Goodies machen und noch eine schöne Karte vielleicht. Also das ist echt toll, wie viel Inspirationen man hier kriegt. Und das ist von der lieben Judy. Die Judy ist ein Teamie von der Jutta, mit der ich auch schon live war. Die hat hier so eine Flügelbox gebastelt. Die hat sie auch bei mir im Adventskalender vorgestellt. Und sie hatte ein Dime Limited Edition und eine Mu und einen Tee. Und Judy ist auf Instagram der Bastelfraggle. Und die geht auch manchmal mit der Katrin live. Also vielen Dank, Judy. Und die Judy hatte dreierlei Swaps. Ein schöner wie der andere. Ich habe echt sehr gestruggelt mit mir, welchen ich da nehme. Dann, das ist auch von der lieben Sabine, Kreativwerkstatt Julame. Die hat hier so ein total tolles Büchlein gemacht mit einem kleinen Stift. Hier noch ein Schmetterling, da eine Biene und Post-its und eine To-Do-Liste. Also, wow, da ist man super organisiert. Das wird hier gleich am Schreibtisch liegen bleiben. Das kann man wirklich immer gebrauchen. Und wenn man schon so viele Aufgaben hat, dann sollte man sie in so ein süßes Büchlein schreiben, oder? Das ist Live on Crafts Avenue, ach, Live on Crafts Avenue, wie lustig, von der Christine Maren van Dongen, steht nochmal drauf, und sie hat hier eine Trapezbox gebastelt, ja, mit Banderole und da die Schere, ihr wisst, das muss alles zweimal gestanzt werden, hier, oh, ich glaube, die Anhänger nach Maß habe ich auch noch nicht gesehen im neuen Katalog, ich hoffe, die wandern ohne Bild in Online Exclusive. Hier nochmal doppelt verschlossen. Oh, ein Versamark Mini-Stempelkissen. Wie toll ist das denn? Versamark ist zum Embossen oder zum Ton-in-Ton-Stempel ein ganz tolles Stempelkissen, das ich auch immer wieder benutze. Hier die Mama und da ein kleines. Das ist ja ein toller Swap. Wow. Vielen lieben Dank und noch so schön verpackt. Also richtig, richtig hübsch in Sommersorbet. Da wird es einem gleich wehmütig, wenn man daran denkt, dass man sich da ein bisschen bald von verabschieden darf. Jetzt haben wir hier diese geprägten Worte. Die habt ihr bei mir auf dem Kanal noch gar nicht gesehen. Die sind zwar eigentlich seit Januar im Katalog, aber seitdem immer mal wieder vergriffen. Und sind aber im neuen Katalog mit drin und deswegen werden wir jetzt hier bald viel mit diesen schönen geprägten Worten, geprägt und gestanzten Worten machen. Das ist eine Box mit einem Verschluss. Ich denke, ich ziehe am Herz. Ah, oh. Hier ist ein Klebepunkt, der zieht sich wie Kaugummi, aber er hat es jetzt geöffnet. Und da ist ein Karamellbonbon. Und ein Petit White Crisp drin, was schon mal beides super ist. Und ich sehe noch, sie hat so einen Rotterdam-Schlüsselanhänger gemacht. Das war wieder, wer war das? Queen Didori. Da haben wir sie doch, oder? Wow, also die Dori ist auch hier. Liebe Dori, vielen lieben Dank für den Schlüsselanhänger. Das Bonbon und weiße Schokolade liebe ich besonders. Die Dori schaut hier auch oft zu und wir haben uns endlich live getroffen und haben auch ein Foto gemacht. Und ich habe mich so, so sehr gefreut. Und das ist eine selbstschließende Box. Wenn die einen besonderen Namen hat, schreib ihn rein.
Vielen lieben Dank, Dori. Hat mich wirklich gefreut, mit dir zu swappen. So, erste Tasche ist leer. Dann, schönes handgemacht heißt es, oder? Hübsch handgemacht. Die Mona. Die Mona ist auf Instagram und YouTube unterwegs. Hat selber eine, oder sie hat eine Badeperle hier drin. Sie hat gesagt, sie weiß nicht, warum das hier so ein bisschen durchgefettet ist. Aber es geht so eigentlich nicht ab. Das liegt am Papier. Ach ja. Naja, aber das wird es eigentlich nicht gewesen sein, oder? Oder doch? Ups. Also eine Badeperle, ein Vanillelicht. Und schaut mal, wie zauberhaft sie diesen kleinen Zauberjungen koloriert hat. Und hier ist eine Zauberkugel für die Badewanne. Ah ja, hat sie noch als Warnung dazu geschrieben. Und in so einer kleinen Tüte, also die macht unglaublich hübsche Sachen und ist auch eine super nette Person. Ich bin dran und hoffe sehr, dass wir es dieses Jahr schaffen und dass sie Lust hat, bei meinem Adventskalender zu machen. Letztes Jahr haben wir es terminlich, ging sich es nicht aus, aber vielleicht haben wir dieses Jahr mehr Glück. So, jetzt müsst ihr mir noch mal helfen. Was ist das für eine Blume? Online exklusiv. Und schaut mal, atemberaubend schön koloriert. Ist es eine Lilie? Wahrscheinlich, oder? Ein kleines Kärtchen hier gestanzt und ich weiß gar nicht, eine Magnolie. Dankeschön. Also eine Magnolie, so schön koloriert. Es ist unglaublich, aber es ist auch ein wunderschöner Stempel. Und hier ist, glaube ich, die Rasierschaum. Danke, Katrin. Die Rasierschaumtechnik zum Tragen gekommen. Und zwar nimmt man Rasierschaum, das können wir hier auch mal machen. Und da kommt ein bisschen Stempelnachfüller drauf, dann wird es marmoriert und dann legt man die Karte drauf und hat dann so einen zarten Hintergrund. Also Magnolie, merke ich mir jetzt. Also ein echtes Kunstwerk, diese Karten und Glitzersteine. Ach, wir müssen noch gucken, von wem es ist. Sandrine Carpentier, Little Scrap de Sandrine. Genau. Ach, da muss man auch direkt mal auf ihrem Insta-Account vorbeischauen. YouTube hat sie auch. Wer Französisch kann, schaut bei ihr vorbei. Da hat sie bestimmt noch mehr tolle Sachen. Dann hier, danke, Zeit für eine Eiszeit, ein lila Eis von der Christina Kielan Sonnenschein. Oh, ich würde auch gern Sonnenschein mit Nachname heißen. Ich mach mal auf. Oh, wow, wie toll. Ein Schlüsselanhänger hat sie bestimmt selber geplottert. Richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank, liebe Christina Sonnenschein aus Köln. Also, super. Und dann noch so eine tolle Pillowbox-Verpackung dazu. Und das hat sie dann nochmal in eine Tüte gesteckt. Also, das ist auch wirklich gut hier angekommen. Vielen lieben Dank. Jetzt kommt hier auch noch mal was, da bin ich ja mal gespannt. Ach, das sind Teesticks und ein Honiglöffel. Jetzt schauen wir mal, wie wir das aufkriegen. Ist auch super aufwendig gemacht, wenn ihr genau hinschaut. Der Teestick ist quasi schon mit, also da steckt man echt den Stick rein und kann aufgießen. Und da ist ein Honiglöffel. Mein Gott. Ich liebe Honig im Tee. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Wie cool. Aber man darf nicht den Fokus verlieren. Hier wurde gebastelt. Made by Krealin. Carolin. Made by Krealin ist, ach nee, auf Insta Caroline Boon und Made by Krealin bei YouTube. Sie hat hier auch das Lavendelpapier verwendet und hier auch noch eine Bordüre gestanzt. Und dann haben wir Briefmarken. Quadratische hat sie hier geleert. Ach, wir müssen jetzt auch mal langsam Briefmarken machen. Das ist ja sowas von hübsch.
Also vielen lieben Dank. Ich freue mich A über die Verpackung und B über den Inhalt, dass es einen Honey Spoon für meinen Tee gibt. Das werde ich mir jetzt dann später gleich machen und genießen. Das ist auch süß. So ein kleiner Türanhänger oder eigentlich ein Flaschenanhänger wahrscheinlich, oder? Für einen kleinen Prosecco. Ach nee, jetzt weiß ich es wieder. Es ist ein in den Schrankhänger für den Kleiderbügel, hat sie gesagt, weil hier ist Lavendel drin und das ist ja gut gegen Motten. Und die Wäsche riecht gut. Und das hat gemacht die Sylvie Badou aus Frankreich. Auch mit dem Lavendel. Und hier hat sie sogar den kleinen Schmetterling ausgestanzt. Und da hat sie einen Stoff eingearbeitet, wo der Lavendel drin ist. Also auch wirklich, wirklich toll. Dann dreimal die Mizi gestempelt von den Tierchen. Pets and More, glaube ich, heißt das Set. In Grau und Braun. Hier ist ein kleiner Schokohase und das hat die Marielle Seemann-Pulderman gemacht. Eine Demo aus Material mit 2a. Ich glaube, es ist Niederlande. Das ist auch cool. Da seht ihr, da passt der Hintergrund zu dieser Spange und die hat gesagt, das ist für ein Tuch. Das kann man da so raffiniert reinfädeln. Und das hat gemacht die Katjas Couleur. Hier steht es richtig, Katjas Couleur. Hier haben wir den QR-Code für alles. Also wow, die ist echt gut vorbereitet. Und einen wunderschönen Swap, den sie da so reingesteckt hat. Hier nochmal die Trio-Stanze benutzt. Und einen schönen Spruch, ist auch wirklich super hübsch. So, jetzt haben wir Nerod Crafting. Nerod heißt Durin, ist auch immer wieder hier. Und wir haben uns getroffen und haben ein Foto gemacht und geswappt und geredet. Und das war ein Swap. Sie hat vor Ort selber tatsächlich Ostereier-Cake-Pops gemacht, die da drin waren. Die habe ich dann gleich gegessen, weil sie gesagt hat, da ist Frischkäse drin, man soll es echt zeitnah verzehren. Habe ich dann auch gleich gemacht. Hier waren noch so Klettverschlüsse. Das ist leider abgegangen. Aber es war eine super schöne Schachtel und ich habe mich total gefreut, die Doreen mal live zu treffen. Die schaut ja auch ganz oft bei den Videos rein. Und sie hat hier Sommerbeere benutzt mit dem schönen karierten Designerpapier und ein tolles Ostergoodie gebastelt. Und das Beste ist, wenn man die Box gerade nicht braucht, kann man sie einfach flach machen. Also das ist auch noch eine ganz super Inspiration. Da haben wir noch ein Lavendel-Schütteltütchen von Kerstin Panning aus Bruchhausen. Die hat den Lavendel hier in eine Tüte gefüllt als Schüttelelement. Außen das Logo drauf gemacht und den Schmetterling. Und hier noch so ein schönes Band dran. Und das könnte man jetzt, glaube ich, auch so auf eine Karte weiterkleben. Finde ich auch eine ganz tolle Idee. Gibt es nochmal eine Verpackung. Unglaublich, oder? Was man alles mit Handgepäck nach Hause nehmen kann. Ich hatte erst Bedenken, aber es ist alles gut gegangen. Uiuiui. Die Schachtel ist ganz klein ein bisschen eingedrückt. Das ist eine englische Demo vielleicht. Schauen wir mal innen rein. Oh, Stroopwafel. Die haben wir ganz viel gegessen, oder ich zumindest in Rotterdam. Habe ich auch welche mitgenommen. Das ist die Stroopwafelbox von Ateliers. Also Atelliers. Und sie hat das wirklich auch toll gestaltet mit dem schönen Zinienpapier. Hier so eine schöne Box mit einem Verschluss. Da noch ein bisschen Pailletten hin. Also richtig, richtig toll. Es ist die Hilary Schad. Genau, vielen lieben Dank, Hilary. Hier Petal Park gelayert. Schaut super aus. Vergisst man auch immer, dass wir es auch noch im Sortiment haben. Unbedingt benutzen. Hui, was kommt hier noch?
Ah, das ist auch sehr hübsch. Das war auch eine Dame, die mit mir im Hotel war. Das weiß ich noch. Ach, es war, glaube ich, die liebe Heike, oder? Die Heike ist ein Teamie von der Jutta, eine unheimlich nette, sympathische und lustige Person. Und sie hat hier so schöne Swaps gemacht mit dem Kaffeeset und hat gemeint, sie findet sie ein bisschen schlicht, aber ich finde sie gerade in ihrer Schlichtheit so wunderschön. Und da können wir uns gleich für eine Karte inspirieren lassen. Einfach eine Kaffeetasse ausschneiden, Spruchklecks. Hi there und mach mal eine Pause mit einer Fußmaske. Finde ich eine richtig gute Idee, liebe Heike. Und mich hat es wahnsinnig gefreut, mit dir zu frühstücken jeden Tag und dich kennenzulernen. Dann haben wir hier ganz viel Glück. Ich weiß gar nicht, wenn jemand weiß, wo dieser schöne Spruch herkommt, dann ziehen wir mal vorsichtig. Ist das ein Schoko? Ja, ein Schokolift. Ah, sie hat das blaue schöne Band verwendet, das ein bisschen sperrig ist für den Lift. Aber es kommt ein Merci-Täfelchen zutage. Ich drehe mal, das ist die Silke Harder. Und die hat so, also das ist wirklich hübsch. Und dieses Etikett ist, glaube ich, aus diesem Männerset, aber ganz viel Glück. Hat jemand gewusst, wo es herkommt? Ja, was ist echt der Wahnsinn? Ja, Übergepäck, denkt man. Nein, Handgepäck. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich habe das gut, sehr gut verpackt. Gott sei Dank haben wir so tolle Taschen gekriegt, da habe ich alles reingeschichtet. Ja, dann haben wir hier, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, die Nadine von Papierkniff war auch bei mir im Hotel, exklusiv online. Ah, Dankeschön. Ist der Glücksstempel. Also die liebe Nadine Ruß vom Papierkniff, oh, auch so eine nette Frau und so tolle Sachen macht die. Die hat ja auch das Kaffeepapier verwendet, das mit schönem Kieselgrau gemixt. Bitte lächeln, das ist aus dem Albenset, zumindest hier dieser Stempel. Und sie hat hier noch Post-its reingeklebt für den neuen Katalog. Das brauchen wir. Und dann alleine schon diese Art der Karte, die liebe ich ja. Sehr, sehr hübsch, liebe Nadine. Da werden wir uns sicher inspirieren lassen. Ach süß. Da haben wir noch mal ein Büchlein mit Bleistift. Und hier haben wir noch mal die Naturgedanken und gelocht. Ach, aber heute fällt mir jetzt wieder ein. Ich habe vorher schon überlegt, wo diese Kante hier drin ist. Ups. Und einen Notizzettel. Ach, sogar Post-its. Sehr gut. Also das kann ich super gebrauchen. Und das ist von der Andrea Brenzen. Ach, es ist sogar schon aufgeschrieben, wie das hier alles geht. Finde ich super. Vielen lieben Dank, liebe Andrea. Das Swappen gefällt mir richtig gut. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Das hier, denke ich, ist auch ein RTC-Card. Also eine richtige Schönheit hier. Das kleine Glühwürmchen. Das ist, ich weiß gar nicht, das ist nicht nur embossed, das hat so eine richtige Liquid-Schicht. Wahrscheinlich hat sie es zwei oder dreimal embossed. Dann haben wir hier wieder die Naturgedanken. Da ist Aquarellpapier gestempelt und gespritzt worden. Und da habe ich jetzt endlich mal die Gelegenheit, dieses Leder, Kunstlederband anzufassen. Und das ist ja wirklich ein Erlebnis. Gefällt mir sehr gut. Ah, und Artisan Trading Card. Also das ist, ich war ja immer, ich dachte immer, nein, Steffi, fang das nicht an. Dann hast du wieder so viel Zeug hier rumliegen. Aber so kleine Artisan Trading Cards, das gefällt mir jetzt wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt schauen wir mal. Na, ein bisschen ist noch da. Noch kein Ende in Sicht. Ah doch, Ende in Sicht schon, aber noch nicht sofort. Hier wieder online exklusiv dieser Esterkranz mit den Blumen und in freundlichen Farben schaut super aus, oder? Sie hat das hier mit dem Blending-Pinsel noch gebürstelt
und die Blumen mit Alkoholmarkern angemalt und das hat gemacht die wunderbare Maureen Roots von Crafty Roots. Genau, hier steht noch drauf, wie sie es gemacht hat und ich finde, das ist eine wunderschöne Karte geworden. Dann, hier haben wir wieder was zum Auspacken aus Frankreich. Ich muss sagen, genau, also es war letztes Jahr schon so, entweder zieht es mich immer in die französische Ecke oder es ist hauptsächlich Franzosen, die so viel tauschen. Haben wir wieder schön vom Kaffeeset. Hier sieht man auch, dass man den Kaffee stempeln kann mit Bohnen und Löffel. Und vielleicht, nee, das ist ein bisschen größer als eine ATC-Card, ne? Aber auch ein wunderschönes Kärtchen. Und was ist hier drin? Ich mach's mal auf. Ach, da freue ich mich. Ich liebe Dime. Und da ist noch zum Kaffee ein kleines Dime. Hat sie ja so einen Umschlag gemacht. Da könnte man auch so einen Naps von Milka reintun. Finde ich eine sehr süße Idee. Also, jetzt habe ich den leider so ein bisschen zerrissen. Man müsste vielleicht eine Banderole machen. Und dann könnte man da das kleine Häschen, das neue, was wir vom Wald haben, hier noch drauf machen. Oh, also das wird uns auch noch inspirieren. Ich glaube, hier habe ich alles, was ich wissen muss. Hier ist das Rezept in Französisch, aber, nee, ist doch in Niederländisch. Die Monika Klein hat das gemacht. Careful Handcrafted von Monika Klein. Vielen lieben Dank. So. Jetzt haben wir hier noch eine super Bastlerin. Es gibt wieder einen Promi-Swap. Die hat hier so ein Teetütchen gemacht mit dem Bienen des Herz aus. Und es ist Rachel S. Madi Scrapinario. Und das ist auch einer der Top 3 oder so. Also die hat auch alles gewonnen. Und das ist eine unglaublich nette, hübsche, süße Person. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit ihr zu swappen. Müsst ihr mal reinschauen. Ist auch wirklich, also ich meine, die erfolgreichen, super erfolgreichen Demos, die sind schon nicht umsonst erfolgreich, sagen wir es so. Das hat schon immer alles seine Grund. Da muss man auf die Seite gehen und staunen. Hier haben wir jetzt eine Double Flap Card mit Klettpunkt und dem schönen Tulpenpapier. Finde ich eine super Idee. Surprise! Oh, bla bla. Also irgendwas Französisches von Sabine Carillanon oder so. Und das sind wahrscheinlich Tulpensamen oder so. Wahrscheinlich steht hier einpflanzen und überraschen lassen. Das werde ich sogar machen. Vielleicht kommt ja was raus. Wie lustig. Eine Top-Idee. Sie hat hier aus dem, was sie umgeschlagen hat, ein kleines Täschchen gebaut und da ihre Samen reingesteckt. Also eine super Idee und ich bin gespannt, was da wohl wächst. Hier haben wir nochmal die alten, Anführungsstrichen, die auslaufenden, so heißt es, in Colors mit Rosen gestempelt im Hintergrund, Ton in Ton und ein Rosenblättchen darf hier oben sein. Best Birthday Wishes von Nicole Fournette aus Bedford. Englisch, glaube ich, ne? Oder Before, könnte auch Französisch, aber ich glaube, es ist eine Engländerin. Das finde ich auch schön, so Ton in Ton gestempelter Hintergrund, ist immer super edel. Dann Flimflam, das ist ein lustiges Wort, ich schätze eine Niederländerin, gibt es hier auch so einen schönen Umschlag und da seht ihr schon wieder eine Farbvariation Make in Heaven, Marineblau und Babyrosa. Und dann hat sie hier so einen schönen Umschlag gemacht. Oh, nichts kaputt machen. Was ist hier los? Oh nein. Ach, ich habe es auseinandergebaut. Ziehen. Großes entsteht, wenn du liebst, was du tust. Ach, das ist eine schöne Botschaft. Ach, es ist ein Ziehumschlag und hier zieht man dann nochmal, oder? Ach, wie lustig. Das ist eine tolle Idee. Richtig cool. Eine dreifache Effektkarte. Jetzt müssen wir das alles wieder reinbauen.
mit Umschlag und so schöne Farben. Das hat die Susanne Hommeln gebaut. Da müssen wir mal gucken, ob es da eine Anleitung zu gibt. Flimflamp, aber ich weiß nicht, hier steht irgendwas von Flimlamp in Niederkrüchten. Ich kann es nur nicht so gut lesen. Aber es heißt schon so, Flimlämpke. Da geht ihr mal gucken, ob ihr die findet. Das ist ein lustiger Name. Jetzt haben wir die Marion. Ist ja lustig, oder? Nicht Marion und nicht Yvonne, sondern Maryvonne Roger. Und oh, die hat uns nochmal einen Lavendelgruß. Hier hat sie dreimal die Briefmarke ausgestanzt und dann aus Lavendel-Designerpapier hier den Lavendel und nochmal eine Querbriefmarke und Schmetterlinge und hier so einen wunderschönen Kartenaufleger gebastelt. Das ist doch ein toller, ja, fast Abschluss. Ich habe hier noch, ich hoffe, die, was haben wir hier? Deins, Hexagone von Herzen. Ach, das ist ja auch süß. Die Isabel, die Liebe. Das ist auch ein Teammitglied von mir, die auch dabei war. Ich war total stolz, dass ich das erste Mal mit Teammitgliedern reisen durfte. Und es hat gleich doppelt so viel Spaß gemacht. Sie hat hier ein Büchlein gebastelt, eben mit Klettverschluss. Da sieht man ihre Kontaktdaten. Oh, sie hat sogar draufgeschrieben, dass sie in meinem Team ist, die Beste. Und sie hat einen Etsy-Shop, Tags and Goodies, und da könnt ihr kleine Verpackungen kaufen. Da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Das Leben ist schön, wenn du kreativ bist. Schöner sogar. Hier nochmal die Tasse hingebaut. Und was haben wir hier? Kamille und Pfirsich. Das ist doch ein perfekt passender Tee zum Papier. Und, ach, ich weiß, was da, glaube ich, drin war. Ein Stift. Hier flog so ein Bleistift rum. Der ist jetzt verschüttet. Dann zeige ich es euch so. Hier hat sie, war ein Bleistift drin. Vielleicht haben wir einfach einen anderen. Der war hier so reingeklemmt. Und tu es, ah ja, irgendwas, tu was du liebst auf Französisch. Das ist eine andere Art der Stiftverpackung, finde ich auch richtig, richtig cool. Und als letztes, du, ich, Kaffee, du und ich, wie süß, oder? Eine Ziehverpackung mit Kaffeesahne-Schokolade, lieb ich ja sehr. So, es ist für Wunderwelt Papier Stampin' Uli. Die ist ja auch so lustig. Also, wer, ich muss mal gucken, ob die Videos macht. Die sind bestimmt auch richtig gut. Weil ich musste schon lachen. Ich saß nur vor ihr und es war schon lustig. Also, Stampin' Uli, Wunderwelt Papier. Du und ich, Käffchen, hat sie echt. Und da sieht man, das braucht gar nicht viel. Schönes Papier, ein Spruch. Und das hat sie wahrscheinlich von den Vanille, dieser Reiter. Das ist so hübsch. Finde ich ganz, ganz toll. Habe ich mich auch wirklich gefreut, sie kennenzulernen. Ich schüttle jetzt hier meine Tasche leer. Ein Haufen Plastik. 100 Swaps gefühlt zumindest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 1 Stunde 15 Minuten. Wow. Es war wirklich toll, mit euch das alles auszupacken und anzuschauen. Genau. Und um 18 Uhr in 1,5 Stunden basteln wir was. Heute ist Hardcore-YouTube-Live-Tag. Also wir müssen natürlich noch unbedingt was ausprobieren. Bis jetzt ist der Einkaufswagen vorne am meisten gewünscht. Wenn ihr was anderes sehen wollt um 18 Uhr, dann schreibt unter die Kommentare vom Auspack-Video, was euch am besten gefällt und was ich zeigen soll. Dann nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mit mir geswappt haben. Es hat mir so viel Spaß gemacht und es sind solche tollen Kunstwerke dabei. Vielen, vielen Dank. Ja, dann schaust du nach, Crafting Lady. 18 Uhr, ja, ist am Sonntag, aber es ist immer irgendwas, gell? Es ist auf jeden Fall gespeichert und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Wenn ihr den Kanal abonniert, werdet ihr benachrichtigt, wenn ich live gehe und könnt es gar nicht verpassen. Dann sehen wir uns später. Ich räume jetzt mal den Schreibtisch auf. Tschüss!